Wir sind ein ganz tolles Konsortium aus verschiedenen Umweltverbänden. Wir suchen auch immer Leute, die sich noch mit engagieren wollen, die sich mit dem Kohleausstieg in Berlin auseinandersetzen. Warum ist das wichtig? Das wurde heute, glaube ich, schon sehr deutlich. Kohle ist schlecht fürs Klima, Kohle ist schlecht für die Gesundheit. Und hier mal nochmal zwei Hard Facts. 4 Millionen Tonnen CO2 stoßen die Kraftwerke hier in Berlin aus. Ja? Und sie kosten uns 360 Lebensjahre. Das heißt, auch jedes Jahr sterben an Auswirkungen dieser Kohlekraftwerke ältere Leute, die zum Beispiel durch die schlechte Luft eher krank werden. Und wir haben mehr als 30 Todesfälle jedes Jahr, die auf die Kohlekraft zurückzuführen sind. Aus Stickoxide, auf die Quecksilberemissionen, all sowas. Das ist unglaublich, dass wir heute noch Kraftwerke in Berlin haben, die solche Auswirkungen haben. Einfach nicht cool. Und hier nochmal ein ganz toller Fakt, ne? Such mal Erneuerbare in Berlin, das ist auch noch ein wichtiges Problem. Da muss sich so dringend etwas ändern. Wir brauchen Erneuerbare, die sind günstig. Auf unseren Dächern findet man gar nicht. Und wir als Kohleausstieg Berlin, wir möchten da nochmal ein ganz, ganz starkes Zeichen auch mit dieser Demo setzen. Kohle nein, Erneuerbare ja. Vielleicht noch mal ganz kurze Info. Wie gesagt, wir sind ein Konsortium der Berliner Umweltverbände, sehr aktiv, sehr jung, sehr dynamisch. Wir machen verschiedene Aktionen, neben der Kohle und Boot gibt es auch Infoveranstaltungen, auch zum Thema Gesundheit, vor allem dieses Jahr. Wir machen Podiumsdiskussionen, wir ärgern aber auch gerne die Regierung und finden heraus, ob die nicht noch ein bisschen schneller arbeiten könnten. Darüber hinaus grillen wir auch ganz gerne, all solche Aktionen könnt ihr auch gerne mit uns zusammen machen. Und was soll ich noch sagen? Ach genau, der aktuelle Stand zum Kohleausstieg in Berlin, der ist auch sehr ernüchternd. Wir haben 3 Kraftwerke, eins wird zu einer Power-to-Heat-Anlage umgebaut, eins der Spandauer Kraftwerke und bei den anderen 2 ist noch gar nicht so richtig klar, was eigentlich mit denen passiert. Und diese tolle Machbarkeitsstudie wurde jetzt eben von der Senatsverwaltung und von Vattenfall gestartet. In der vertreten wir eben auch den Begleitkreis und konsultieren die Regierung und die Verwaltung, aber wir wissen auch gar nicht, was dabei rauskommt. Und ob Vattenfall da mit offenen Karten spielt, das werden wir alles als nächstes Jahr erfahren. Dabei ist es eigentlich heute schon nötig, dass wir die Kohle loswerden. Also.